Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tiefer in den Schlund. Ich befinde mich hier in dieser kleinen Höhle, in der ich mich das letzte Mal mit Jaina Prachtmeer, Schwall und Hochlord Darion Morgraine verschanzt habe. Wir stehen hier ums Lagerfeuer rum und suchen ein wenig Wärme, denn der Schlund hält nichts als bittere Kälte für uns parat. Und ein paar Kollegen, die hier auch mit rumlaufen. Ich bin mal gespannt, was heute so alles auf uns wartet und was wir so machen müssen. Doch bevor es gleich losgeht, denkt dran, Kanal abonnieren, die Glocke drücken. Nur so bleibt ihr auf dem Laufenden, was meine neuesten Videos angeht. Ja, dann würde ich sagen, wir lassen unseren Schurken wieder schnitzen, ne? Ihr seht schon, es wird langsam voll hier. Werd mal schauen, was Jaina mir so zu geben hat hier. Erstmal hier ein bisschen rumlatschen ums Feuer. Noch ein bisschen aufwärmen. Weil diese Leute immer so dreist hier so rumstehen. So, Jaina, meine Liebe, was ist los? Was kann ich für dich tun? Wie geht's weiter? Wo fangen wir an? Die Bewohner nennen dieses Reich den Schlund. Ja. Soweit ich weiß, ist er ein Gefängnis für die verdorbensten, unbelehrbarsten Seelen, die es je gab. Etwas ist anders. Reine, edle Seelen werden ebenfalls hier gefangen gehalten. Sie schreien vor Qual. In der Tat. Und einer ihrer und damit unserer Folterknechte ist Sylvanas Windläufer. Oh. Sie hat wohl einen mächtigen Verbündeten. Die Schatten hier flüstern von einem Kerkermeister. Ja, alles klar. Sylvanas, Sylvanas. Was hast du nur vor? Mann, der Typ ist echt groß, oder? Junge! So. Gut. Das war's? Nein, Jaina, du hast mir doch bestimmt noch mehr zu sagen, meine Liebe, nicht wahr? Der Kerkermeister herrscht hier. Wir wissen nicht viel über ihn. Nur, dass er sich sehr für uns interessiert. Er wacht persönlich über unsere Behandlung hier. Behandlung? Wir haben zahllose Qualen erduldet. Manchmal schien es, als würden wir getestet. Für welchen Zweck kann ich nicht erahnen. Armer Bane. Was hat den denn erwischt? Pieke vorne rein, Pieke hinten rein. Das ist nicht nett. So, würdet ihr mal mit euren räudigen großen Mounts euch mal verpieseln, bitte? Wäre ganz nett. Oh, Leute. Ehrlich. Ja, ihr könnt jetzt gerne gehen. Weiter geht's. Jaina, da muss doch noch mehr sein, oder? Was kann ich... Ich weiß, was getan werden muss. Ich habe Bane und Anduin kurz gesehen, als ich ausbrechen wollte. Okay. Sie leben. Mehr kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Ich habe keinen Weg aus dem Schlund gefunden. Ich kann nur über kurze Distanzen teleportieren. Dieser Albtraum scheint... Ausbruch sicher. Zahllose Seelen strömen jetzt in dieses Reich. Doch andere sind schon ewig hier. Vielleicht weiß eine von ihnen einen Weg hinaus. Ich kann mir kaum ausmalen, was diese Geister durchgemacht haben. Ich fürchte, sie sind nicht mehr zu retten. Sie manifestieren sich als böse, umherirrende Schemen. Ich bezweifle, dass sie uns helfen wollen. Nun? Die schwarze Klinge weiß, wie man die Toten zum Reden bringt. Wenn wir einen Schemen fangen, können wir seine Geheimnisse enthüllen. Darion, das klingt ganz nach Folter. Also, ich soll wohl so einen Schemen fangen, damit du Informationen aus ihm rausfolterst, aus seiner geschundenen Seele. Na, meinetwegen. Ist nicht die feine englische Art, aber... Wir haben keine andere Wahl, Leute. So, also Darion. Sag an, was tun wir jetzt ganz genau? Wie mir erscheint, sollen wir einen Schatten der Boshaftigkeit befehligen. Nun machen wir das doch mal. Komm, Darion, wir flitzen hier draußen rum. Gehen wieder in den Schlund, wagen uns hinaus. Und suchen so eine schattenhafte Boshaftigkeit. Und mal gucken, wo wir die gleich finden werden, ne? Also noch sehe ich hier nichts. Kloppen mal eben Sprinten an, da sind wir ein bisschen zügig unterwegs. Was ist denn mit dem da? Er sieht doch gut aus, den nehmen wir jetzt.
uns den Helm, während er geschwächt ist. Alles klar, benutzen wir. Und, hat das geholfen? Schmerz. Qualen. Und das war's, mehr nicht, alles klar. Was ist mit ihm hier? Bisschen Hinterhalt rein, Schattenschlag, Schattenschlag, komm, nochmal. Und fertig. Wahrscheinlich wieder den Helm benutzen. So, machen wir doch mal. Okay, ich habe nicht ganz verstanden, was er will. Weiter geht's. Das müssen wir ein paar Mal machen, bis einer uns hier endlich Antwort gibt. Nehmen wir den hier, den Kollegen. Zack! Meucheln. Komm, Darion, spott mir ihn ab. Ausweiden reingekloppt. Bisschen gemeuchelt. So, jetzt auch fertig. Jetzt können wir ihn wieder mit dem Helm geben. Sehr gut. Du ja auch noch. Komm her. Schattenschlag, noch ein Schattenschlag und ausweiden und noch ein Meucheln in den Rücken. Und dann können wir schon wieder den Helm benutzen. Schauen uns das Ganze mal an, wie er ihn so ein bisschen foltert. Was mit dem? Wollen wir den Großen hier mit platt machen? Komm. Blutung drauf. Darion, schnapp ihn dir. Mal betäubt. Ausweiden. Schattenschlag und dann ist das Ding auch erledigt. Haben wir doch platt gekriegt, den Großen. Warum können wir den jetzt nicht looten? Was ist hier los, Blizzard? Hallo? Wir haben zusammengearbeitet, den platt gemacht und kriegen nichts. Schon wieder ein bisschen frech, ne? So. Wir gehen wieder in die Verstohlenheit. Da haben wir wieder so ein Schemen. Na, wo wolltest du denn hin? Ist hier nicht Fremdpullen oder so. Wir müssen erstmal dich platt machen. Den Gift reingekloppt und fertig ist die Geschichte. Und dann benutzen wir wieder den Helm. Ey, hat er da hingekotet? Okay. Dann warten wir hier. Hier war diese große Schemen eben, ne? Ja, das ist wahrscheinlich der, den wir damit fangen müssen. Da müssen wir kurz auf den Respawn warten. Und dann geben wir ihm gut, würde ich sagen. Darion tankt das weg. Ich werde ihn hinterhältig schnetzeln. Und ab geht die Post. Na, Blutung reingekloppt. Ausweiden. Noch ein bisschen Schattenschlag. Ausweiden. Das unterbrechen wir, was immer er da macht. Betäuben ihn kurz. Schon mal wieder weiter auf ihn einschnitzeln. Ausweiden. Und guck mal, immer schön Schattenschlag, müssen meucheln. Blutung rein. Oh, jetzt viert er uns. Das ist aber nicht sein Ernst. Gleich wieder ran mit meucheln. Ausweiden. Wie verfehlt. Was ist da los? Oh, schon fertig. Sehr gut. Dann können wir den Helm auf ihn anwenden, ne? Haben wir doch. Gepeiniges Amalgam. Natürlich gehorchst du. So. Lauf mir nicht vor die Kamera. Was sollen die Leute denn sagen? Ja, komm, mach mal den jetzt auch noch platt. Der stand jetzt hier so dämlich rum. Die Schlundratte zerreißen auch noch mit ein bisschen mit Dolchfächer. Unterbrechen hier. Ein bisschen Meucheln rein. Mal eine blutrote Fiole angekloppt. Wir wissen ja gar nicht, wie down unser Leben ist. Folgst du jetzt echt? Pulst du jetzt da hinten echt, weil du die Schlundratte töten wolltest, Darion? Dein scheiß Ernst, Mann. Ja, dann mach den Mist doch kaputt, ey. Unglaublich. So. Wir haben nicht genug Energie. So, jetzt aber. Fertig jetzt? Gut. Können wir jetzt da reingehen, ne? So, komm, wir hauen Sprinten an. Die anderen warten schon. Wir geben ein bisschen Gas. Junge, Junge. Räudiger Darion, ne? Meint er, muss da nochmal. Nur weil er so eine kleine Schlundratte jagt, gleich noch eine große Schlundratte und noch ein Gespenst mitholen. Wo ist denn der Dicke jetzt? Jetzt sieh zu! Was ist, Mensch? Keine Panik, Leute, der gehört zu mir. So. Wer wollte ihn jetzt haben hier?
Und mal gucken, ja. Ihr kommt mit uns. Darion. Hallo? Sprecht und reit. Okay. Das war ja lustig, ne? Hätte wahrscheinlich oben am Eingang die Quest abgeben sollen, dann hätte es ein bisschen cooler ausgesehen. So ist er nochmal zum Eingang gerannt. Aber ich soll mit Jaina reden. Dann machen wir das. Wir stellen uns natürlich vor sie. Ein bisschen auch ans Feuer hier, ne? Oh, dicke Kuh, geh mal weg da. Ja, lauf durchs Feuer. Aber nicht durch die Kamera, wenn es geht. Okay, Jaina, wir haben das Gespenst geholt. Wie geht's weiter? Anduin finden, sagt ihr. Sobald wir Anduin haben, wird mein Stab zum Anker, um uns wieder in Sicherheit zu teleportieren. Alles bereit. Auf geht's. Mensch, Thrall, deine Wunde sieht echt nicht gut aus. Willst du da echt mitkommen? Na, meinetwegen. Ab geht's. Beeilen wir uns mal. Ich muss Sprinten ankloppen und die halten mit. Guckt euch das an. Oh, wir haben einen Hulk an unserer Seite. Und wir haben eine verdächtig nach Elsa aussehende Eismagierin an unserer Seite. Ne? Also. Sehr gut. Disney lässt grüßen. Wo müssen wir überhaupt lang? Bestimmt da über die Brücke irgendwo. Da war doch vorhin irgendwas. Und ich mache mal unsichtbar. Geil, ihr werdet auch unsichtbar. Das ist stark. Da sehe ich mich, Freunde. Kann ich mich mit euch allen hier durchschleichen? Sieht gut aus, ne? Ich glaube, hier sind wir richtig. Das ist ja die größte räudige Falle, die ich je gesehen habe. Wer soll denn da durch die Mitte gehen? Ist doch klar, guck mal, dass wir hier an der Seite lang gehen. Was denken die? Dass man hier, keine Ahnung, vielleicht ja einen Tauren wird es vielleicht erwischen, aber uns doch nicht. Oder wenn man hier mit dem Mount mal lang fährt oder. Hier werden Seelen gequält und zu elenden Schemen verzerrt. Als ich Anduin zuerst gesehen habe, wurde er zum Turm gebracht. Wir müssen irgendwie da hoch. Da hoch? Da hoch? Ist das nicht Torghast? Wollen wir da jetzt schon hoch? Ja. Gut, suchen wir Anduin. Kloppen wir mal ein bisschen Tempo rein hier. Hier. Hä? Ach, ein Teleporter oder was? Ich spüre die magische Tentakel, diese Rune an den Turm binden. Sie sollte uns dorthin bringen. Sind wir jetzt weiter weg? Oder war das doch nicht Torghast? Sieht hier alles nur gleich aus. Boah, wir könnten auch weiter weg sein. Warte mal, das ist Torghast. Okay, der Turm ist hoch. Und der reicht bis nach Azeroth. Also das wird dann wohl Torghast sein. Und alles andere, da hinten der da zum Beispiel, das ist so ein Imposter-Turm da, das ist nicht wirklich. Da ist Anduin. Sylvanas, was hat sie bloß mit ihm vor? Keine Ahnung, werden wir gleich sehen. Ihr brecht mich nicht. Wie engstirnig. Da enttäuscht ihr mich. Unwichtig. Wir finden, was wir suchen. In jemand anderem. Anduin, wie schlimm seid ihr verletzt? Sie sieht schon mächtig aus, ne? Keine Sorge. Gut, dass ihr alle in Sicherheit seid. Diese Wobei, bei Anduin habe ich eher das Gefühl, dass der mal ein bisschen zu häufig mit dem Spaten gekriegt hat. Ich mir ihn so anschaue. Zumindest sein Ingame-Model. Der hat gut gekriegt, ne? Wir schauen da nochmal hin. Mal ein bisschen rangezoomt hier. Ne, also da. Dem hat man doch mal ordentlich mit dem Spaten eingedrückt. Armer Anduin. So, jetzt holen wir dich da mal aus den Ketten raus, ne? Kollege. Okay. Also anscheinend müssen wir erst ein paar Ketten besorgen. Schlüssel besorgen, um Ketten zu brechen. Was sage ich? Es leuchtet hier schon so gut, aber ich denke, da werde ich noch keinen Erfolg haben. Ne. Die Tauchenseele kriegen wir nicht raus, da. Das ist keine Chance.
Oh, warte mal. Oh, warte mal. Hier kommen noch so Typis. Räum's! Mäucheln rein. Blutung hinterher. Jetzt zerfetzt man den hier mal. Guck mal, wie wir zum dritt auf ihn einhacken. Ciao, Kakao. Gar keine Chance. Den räudigen Hund machen wir auch wieder. Räum's! Rangesetzt. Und... Komm da raus, du Aff. Dein Ernst? Wie soll ich dich denn sonst an? Treffe ich ihn vernünftig? Ich hoffe doch, Alter. Sein Ernst, Alter. Kann ich ihn jetzt looten? Natürlich nicht, weil dieses scheiß Model von der Kiste hier zu groß ist. Das ist doch wieder ein räudiger Penner, ey. Ehrlich. Gott. Und dann hat der andere nicht mal einen Schlüssel gehabt, dass wir das öffnen könnten. Dann wäre das Thema ja erledigt gewesen. So, warte mal. Jetzt machen wir mal hier Trick. Ich hoffe doch, dass wir Trick machen können, ne? Wenn wir richtig geil sind. Komm, pass mal auf. Das funktioniert jetzt. Röms! Hast du das gesehen? Das war Schurkenplay vom Feinsten. Fallschar hätte mich wahrscheinlich umgebracht, aber ich habe mich dann hinter ihm teleportiert, kurz bevor ich aufgeschlagen bin. Und somit bin ich dem Fallschar entgangen. So, kriegen wir das auf jetzt hier? Nee. Was soll denn das? Komm mal her. Schurken geworfen. Komm her. Mäulchen in die Rippen geschlagen. Das unterbrechen wir mal, weil wir gar keinen Bock drauf, was er da castet. Wir sehen es ja auch gar nicht, ne? Deswegen. So, jetzt kriegen wir mal hier so ein Türchen auf. Au, ich habe einen Pfeil im Rücken. Ja, wer kennt's nicht, Freunde, ne? Ich wollte gerade den Käfig öffnen, da bekam ich einen Pfeil im Rücken. Der gute alte Meme, ne? Da muss man mal wieder sagen. So, jetzt aber Ruhe hier, ne? Jetzt kriegen wir doch bestimmt hier was auf. So, da mischen wir uns auch schnell mit dem Schurikenwurf ein. Dann können wir das noch looten. Da gehen wir ran, teleportieren uns hin. Bisschen Schattenschlag, bisschen ausweiden und dann ist Feierabend. Das haben wir auch gelootet gekriegt. Wieder ran teleportiert, bisschen gemeuchelt, unterbrochen. Das ist gut, ihr macht gerade einen Allianzmagier, so wie es aussieht. Die Quest, und da können wir mitmachen. Den Käfig machen wir gleich auf. So. Machen wir einfach ein bisschen mit. So. Hier ein bisschen Hinterhalt und eine Blutung mal reingesetzt. Das unterbrechen wir wieder, weil wir ein ganz geiler Typ sind. Stehen hier welche rum? Ja, was ist denn... Können wir den hier platt machen? Ohne, dass der andere uns sieht. Ausweiden und Feierabend. Geile Geschichte. Also beim Schurken kann man schon gut das hier RPG-mäßig playen, wenn man das Interface ausstellt. Der hat gute Damage-Fähigkeiten. Einfach zu merken, das einzige Problem ist halt nur, ihr seht es ja, ne? Man kann nicht, man kriegt nicht mit, wie viele Kombo-Punkte man hat, weil eine Fähigkeit baut zwei auf, die andere eine, dann mit Crit mal drei und man braucht fünf insgesamt und da ist einfach nach Gefühl ein bisschen reinkloppen hier und dann ist gut. Man sieht ja, wie der Schurke leuchtet, dann ist Schattentanz aktiv. Dann spammt man ein bisschen. Ich habe mir ein Makro geschrieben, dass wenn Schattentanz aktiv wird, auf derselben Taste dann der Schattenschlag ist. Das macht die ganze Sache ein bisschen einfacher. Eine Taste für Verstohlenheit. Und dann kann man sich hier überall ranwämsen. Kommen wir da noch hin? Nein, leider nicht. Komm, wir gehen mal hier. Verstohlenheit raus, gerade unwichtig. Was wir machen sollten... Wir sollten mal darauf. Das ist wichtig jetzt. Die man Sprinten angekloppt? Nein. Schurkenwurf rein. Käfig geöffnet und gelootet. Und jetzt müssen wir langsam mal wieder. Jawohl. Den lassen wir in Ruhe. Das sieht uns nicht. Wir rotzen den hier weg. Bisschen Schattenschlag, bisschen ausweiden. Und Feierabend. Sehr schön. Wieder wunderbar funktioniert. Wir machen jetzt hier noch einen Käfig auf. Ich hoffe, wir haben noch ein paar Schlüssel. Dann gucken wir, dass wir da noch ein Schurken reinwerfen. Können wir noch ein bisschen abgreifen. Wunderbar. Ach, weißt du was?
Quatsch, warum kann ich eigentlich looten, wenn ich sage, das ist ein Allianzspieler? Ist er gar nicht. Das wird ein Pandare oder irgendwie ein Horter sein. Und die Allianzfigur, das ist Hyjaina. Da wird halt ein Standard-Allianz-Model genommen, anstatt das Heldenmodell von Jaina. Der ist wegen der Frostmagier. Ihr seid frei. So, ich glaube... Ich glaube, wir sind durch, ne? Sieht gut aus. Wir müssen mal schauen. Können wir wieder Schurkenplay machen? Ach, Leute. Was ist denn los jetzt hier? Wie hat er uns denn jetzt... Die ganze Zeit steht hier herum, ja? Macht gar nichts. Wir gucken nur in der Weltgeschichte rum. Und dann meinte er, oh, jetzt passen sie gerade nicht auf. Jetzt schieße ich ihnen Schwarzblitze in den Hintern. Das ist auch ein Vogel. So, pass mal auf. Es geht, glaube ich, auch auf Freunde. Nö, schade. Aber Schurken kriegen weniger Fallschaden. Wir hauen eine Fiola an. Der war noch nicht mal im roten Bereich. Was machen wir überhaupt zum Stress hier? So, komm. Rein in Teleporter. Und ein Questab hier geben. War aber geil. Ich dachte kurz, Mensch, wenn du das jetzt nicht schaffst, stirbst du vielleicht. Aber ich habe, glaube ich, einen NPC anvisiert in dem Moment. Früher ging das mal. Da konnte man sogar zu Kanonen teleportieren, die einem freundlich gesinnt waren. Jetzt geht das irgendwie nicht mehr. So, Anduin, wir sind da. Wir haben ein paar Schlüssel besorgt. Hier mal ein paar Fesseln gelöst. Danke. Ich hatte befürchtet, diese Fesseln nie wieder loszuwerden. Doch, alles gut. Wir sollten schnell weiter. Geht es euch gut genug? Mir wird es besser gehen, wenn wir hier fort sind. Ja. Geht voran. Mach ich. Meine Teleportationsfähigkeit ist hier eingeschränkt. Aber ich sollte ein Portal zurück zu meinem Stab öffnen können. Na super. Brauche eigentlich nicht laufen. Sehr schön, Jaina. Ja, Leute, und das soll es auch erstmal gewesen sein für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.